Gottes Wort aufstehen. Hört auf Gottes Wort, Johannes 14. Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Wohin ich aber gehe, wisst ihr, und ihr kennt den Weg. Thomas spricht zu ihm: Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst, und wie können wir den Weg kennen? Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Wenn ihr mich erkannt hättet, so hättet ihr auch meinen Vater erkannt. Und von nun an erkennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Philippus spricht zu ihm: Herr, zeige uns den Vater, so genügt es uns. Jesus spricht zu ihm: So lange Zeit bin ich bei euch und du hast mich noch nicht erkannt, Philippus. Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Wie kannst du da sagen, zeige uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch rede, rede ich nicht aus mir selbst. Und der Vater, der in mir wohnt, der tut die Werke. Glaubt mir, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist. Wenn nicht, so glaubt mir doch um der Werke willen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue, und wird größer als diese tun, weil ich zu meinem Vater gehe. Und alles, was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht wird in dem Sohn. Wenn ihr etwas bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es tun. Liebt ihr mich, so haltet meine Gebote. Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie beachtet ihn nicht und erkennt ihn nicht. Ihr aber erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich lasse euch nicht als Waisen zurück. Ich komme zu euch. Noch eine kleine Weile und die Welt sieht mich nicht mehr. Ihr aber seht mich, weil ich lebe, sollt auch ihr leben. An jedem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Wer meine Gebote festhält und sie befolgt, der ist es, der mich liebt. Wer aber mich liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden. Und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Da spricht Judas, nicht der Iskariot, zu ihm: Herr, wie kommt es, dass du dich uns offenbaren willst und nicht der Welt? Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort befolgen. Und mein Vater wird ihn lieben. Und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Wer mich nicht liebt, der befolgt meine Worte nicht. Und das Wort, das ihr hört, ist nicht mein, sondern des Vaters, der mich gesandt hat. Dies habe ich zu euch gesprochen, während ich noch bei euch bin. Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Das ist Gottes Wort. Selig ist, wer das Wort Gottes hört und es in seinem Herzen bewahrt. Amen. Wir können wieder Platz nehmen. Liebe Gemeinde, Gnade sei mit euch und Frieden von Gott, unserem Vater und von dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Kinder, weißt du, was das Wort Weise bedeutet? Weißt du das, Jefta, was das Wort Weise bedeutet? Es kann, wir denken schnell an Weise, indem dass wir klug sind und gute und weise Entscheidungen treffen können. Aber weise ist hier was anderes. Ein Weise ist ein Kind, das Vater oder Mutter oder beide verloren hat. Und ich stelle mir vor, dass es schrecklich ist, als Kind so aufwachsen zu müssen. Als Lehrer und auch als Pastor in den Niederlanden habe ich einige Jugendliche begleitet, die plötzlich ihren Vater oder ihre Mutter verloren hatten. Und das war für sie eine sehr schwierige Zeit. Dabei hatten sie dann noch einen Vater oder eine Mutter. Noch schwieriger ist es, wenn man überhaupt keine Eltern mehr hat. Heutzutage gibt es in Österreich schon gute Unterstützung und Hilfe, aber das ist in der Welt noch nicht überall so und auch in Österreich nicht immer so gewesen.
Oft sind in der Vergangenheit Kinderheime, wo Waisen aufgewachsen sind, die schrecklichsten Orte gewesen, die man sich nur vorstellen kann, um die Kindheit zu verbringen. Und noch früher gab es nicht mal organisierte Hilfe für Waisen. Zum Beispiel in der Zeit der Bibel, da war man völlig auf Hilfe von anderen angewiesen. Man war oft völlig hilflos und auch rechtlos. Da war man angewiesen auf die Güte der Verwandten. Aber die war nicht immer so groß. Wenn eine Familie schon selbst einige Kinder hatte, hatte die nicht immer Lust, noch einige andere dazu zu nehmen und zu füttern. Das Bild von Waisen ist, glaube ich, in allen Zeiten doch ein Bild eines tristen Kindes, das hilflos und schutzlos und hoffnungslos im Leben steht. Und dieses Bild greift unser Heiland in unserem Text auf. Johannes 14, Vers 18. Wie ich schon gesagt habe, wird dieser Sonntag zwischen Himmelfahrt und Pfingsten der Weisen Sonntag genannt. Die Jünger haben sich möglich verwaist gefühlt. Ihr Heiland und Herr war aufgenommen in den Himmel. Und der Heilige Geist war noch nicht da. Aber genau für diese Zeit hatte Jesus auch unser Textwort zu ihnen gesprochen. Ich werde euch nicht als Waisen zurücklassen. Ich komme zu euch. Die Textversion, die ich hier verwende, ist die von der Einheitsübersetzung. Nicht, weil ich diese Übersetzung als Ganze gut finde, wohl aber, weil gerade dieser Vers da gut übersetzt wurde. Und der Text ist auch das Thema heute. Das ist einfach. Es ist ein kurzer Text und ich hoffe, dass jeder am Ende der Predigt diesen Text auswendig kennt. Und wenn du dann diese Woche diesen Text noch einmal jeden Tag in Gedanken wiederholst oder laut auch zu deinem Familiengenossen oder so auch sprichst, da kann es sich auf längere Zeit in deinen Gedanken festigen und hoffentlich vor allem in deinem Herzen. Johannes 14, Vers 18, ich werde euch nicht als Waisen zurücklassen, ich komme zu euch. Jesus hat es hier gesagt am letzten Abend vor seinem Sterben. Und wir haben den ganzen Abschnitt in Johannes 14 gelesen und da lässt sich schon etwas spüren von der Verwirrung, die bei den Jüngern entsteht. Wir müssen aber noch ein bisschen weiter zurück und auch in Johannes 13 schauen, um die Bestürzung noch besser zu verstehen. Wieso sagt Jesus, euer Herz erschrecke nicht? In 13, Vers 33 lesen wir, dass Jesus sagt, Kinder, nur noch eine kleine Weile bin ich bei euch. Ihr werdet mich suchen. Und wie ich zu den Juden sagte, wohin ich gehe, dorthin könnt ihr nicht kommen, so sage ich es jetzt auch zu euch. Und da sehen wir also schon, dass Jesus seine Jünger Kinder nennt, obwohl sie das natürlich nicht buchstäblich waren. Und er hat ihnen auch deutlich gesagt, wer ihr Vater im Himmel ist. Das hat Jesus schon erklärt und er hat ihnen beigebracht, dass unser Vater zu beten. Trotzdem nennt Jesus hier seine Jünger Kinder. Und ich denke, es hat sich für die Jünger manchmal auch so angefühlt. 3 Jahre waren sie mit Jesus unterwegs gewesen. 3 Jahre hatten sie sich um nichts Sorgen machen müssen. In allen Dingen wurde vorgesorgt. Sie haben die Fürsorge des himmlischen Vaters da erfahren. Und Jesus war für sie wie ein Vater. Denn wenn Jesus nicht gerade auf wunderbare Weise Mahlzeiten für tausende Menschen bereitete, waren immer andere da gewesen, die ihnen mit den herrlichsten Mahlzeiten gedient hatten. Aber das würde jetzt bald vorbei sein. Jesus würde sie verlassen. Und in diesem Kapitel fällt auf, wie viele Wörter und Sätze eine mehrschichtige Bedeutung haben. Noch einmal Vers 33, Kinder, nur noch eine kleine Weile bin ich bei euch. Also 13, Vers 33, ihr werdet mich suchen. Und wie ich zu den Juden sagte, wohin ich gehe, dorthin könnt ihr nicht kommen, so sage ich es jetzt auch zu euch. Wenn Jesus darüber spricht, dass er irgendwo hingeht, wo sie nicht hingehen können, können wir zuerst an die Kreuzigung denken.
Zum Kreuz können seine Jünger ihm nicht folgen und sie müssen es auch nicht. Jesus stirbt am Kreuz stellvertretend für seine Jünger und für alle seine Kinder in der ganzen Weltgeschichte. Aber danach können wir auch bei diesem Vers denken an die Himmelfahrt. Jesus geht als auferstandener Herr zurück in den Himmel. Und wir haben es letzten Donnerstag gefeiert. Über diese Worte gab es Verwirrung und Ratlosigkeit. Und die wird auch klar aus den Worten von Thomas in Johannes 14, Vers 5. Thomas spricht zu ihm: Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst. Wie können wir den Weg kennen? Und dann antwortet Jesus mit diesen bekannten Worten: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Das Bild von Weisen passt wohl sehr gut zu den Gefühlen, die die Jünger bei der Kreuzigung und nach seiner Himmelfahrt haben könnten. Übrigens wird es in der Geschichte wohl öfters auch verwendet für Jünger oder Schüler, deren Lehrer weggegangen ist oder gestorben ist. So wird von Sokrates Schülern gesagt, dass sie sich auch wie Weisen gefühlt haben, nachdem Sokrates gestorben war. Und diese Woche ist der bekannte Prediger Tim Keller gestorben. Und für manche wird sich das auch so anfühlen. Wir sind jetzt verwaist in den Sachen, wo er uns immer geführt hat. Aber Jesus sagt, Johannes 14, Vers 18, ich werde euch nicht als Weisen zurücklassen, ich komme zu euch. Und da können wir uns fragen, wie ist das Ich komme zu euch gemeint? Es ist interessant hier und wichtig, auf die Zeitformen zu achten. Darum habe ich auch diese andere Übersetzung genommen. Im ersten Teil des Satzes verwendet Jesus das Futur. Ich werde euch nicht als Weisen zurücklassen. Leider sehen wir das in der Schlachterübersetzung nicht. Da heißt es einfach, ich lasse euch nicht als Weisen zurück. Aber das Futur ist da. Und dann im zweiten Teil des Satzes verwendet Jesus dann den Indikativpräsens. Was bedeutet das? Präsens, das ist eine Zeit, ein Tempus, mit dem ein Autor eine im Prozess befindliche Handlung oder einen Zustand darstellt, ohne damit eine Aussage über die Abgeschlossenheit dieser Handlung zu machen. Also Präsens bedeutet, es ist nicht unbedingt schon abgeschlossen, diese Handlung. Und Indikativ, Präsens Indikativ, das ist ein Modus, mit dem die Handlung eines Verbs oder ein Zustand vom Autor als real dargestellt wird. Also Jesus stellt es hier ganz real dar. Ich komme zu euch. Und es ist noch nicht abgeschlossen, aber es geschieht. Im Englischen werden diese Worte meistens so übersetzt: I am coming to you. I am coming to you. Es geschieht jetzt, es ist noch nicht abgeschlossen. Und Jesus hat seinen Jüngern damals gesagt, ich komme zu euch. Und er sagt es auch heute uns, ich komme zu euch. I am coming to you. Aber wie kommt er zu uns? Es werden meistens drei Möglichkeiten genannt, wie man das verstehen kann. Erstens könnte hier gemeint sein, dass Jesus nach seiner Auferstehung wieder zu seinen Jüngern kommt und ihnen erscheint. Passend dazu wäre zum Beispiel der Vers 19, wo es auch um die Auferstehung geht. Ihr aber seht mich, weil ich lebe, sollt auch ihr leben. Zweitens, sagt man aber, könnte hier gemeint sein, dass Jesus kommt, indem er den Heiligen Geist schickt und im Geist zu ihnen kommt. Und drittens könnte hier natürlich auch die Wiederkunft Christi gemeint sein, indem er am Ende der Zeit wiederkommt. Ich halte die zweite Möglichkeit für die wahrscheinlichste, weil im Kontext sehr viel vom Geist auch die Rede ist. Ich komme zu euch, damit meint er, weil er mit dem Geist zu ihnen kommt.
Dabei müssen wir die anderen Optionen nicht unbedingt durchstreichen, sondern können die ganz gut mitklingen lassen. Wie ich schon sagte, oft haben die Wörter in diesem Kapitel mehrere Schichten. Im direkten Kontext ist aber mehrmals vom Heiligen Geist die Rede. Zum Beispiel Vers 16 und 17. Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie beachtet ihn nicht und erkennt ihn nicht. Ihr aber erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Und dann später, am Ende des Abschnitts, den wir gelesen haben, Vers 25 und 26, dies habe ich zu euch gesprochen, während ich noch bei euch bin, der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Einen anderen Beistand. Der Geist ist zwar eine andere Person, aber wie der Sohn auch völlig Gott. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Die Dreieinigkeit. Gott. Und wenn der Geist kommt, gibt er uns durch den Glauben die Gemeinschaft mit Christus. Ja, dann kommt Jesus selbst und der Vater, wie er sagte in Johannes in Vers 23. Wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort befolgen und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Das ist auch, was der Heilige Geist uns gibt, wie er uns Gemeinschaft mit ihm gibt. Und eigentlich ist es ganz einfach. Ich frage manchmal meine Kinder oder die Schüler im Unterricht, wo ist Jesus? Und dann sagen sie, im Himmel. Dann sage ich, ja, das stimmt, wo noch mehr? Ja, Jesus ist überall. Genau, seine Gottheit ist überall. Und wo noch mehr? Und dann sagen sie meistens schon, in meinem Herzen. Wenn wir glauben, können wir sagen, Jesus ist in meinem Herzen. Und das ist vielleicht schwer vorzustellen, aber so ist es. Wenn wir an Jesus glauben, ist er durch seinen Heiligen Geist in unserem Herzen. Und dann können wir das also tatsächlich sagen. Jesus ist in mir. Nicht durch mich, sondern durch Christus in mir. Und so wie Jesus dann auch Johannes 15 sagt, bleibt in mir und ich in euch. So eng ist also die Verbindung mit Jesus durch den Heiligen Geist. Der Geist bringt uns zum Glauben, sagen wir. Der Geist gibt Gaben und Früchte, aber der Geist bewirkt auch die Einheit, die Gemeinschaft mit Jesus. Und so kommt Jesus also zu seinen Jüngern, damals und auch heute. Aber der Geist kommt nicht, ohne dass wir dafür beten. Das ist in Vers 16 schon ein Hinweis darauf. Ich will den Vater bitten. Jesus sagt es. Und wir sollten ja auch beten, dass wir den Geist bekommen. In Apostelgeschichte 1 lesen wir, dass die Jünger die Zeit zwischen Himmelfahrt und Pfingsten beten. Vers 14, Apostelgeschichte 1, Vers 14. Diese alle blieben beständig und einmütig im Gebet und Flehen, zusammen mit den Frauen und Maria, der Mutter Jesu, und mit seinen Brüdern. Aber auch nun gilt noch, dass wir beten sollen um den Heiligen Geist. Das wird auch im Heidelberger Katechismus uns klar gesagt, wenn es um das Gebet geht, in Frage 116. Im evangelischen Gesangbuch ist auch der Heidelberger Katechismus. Und Frage 116 finden wir auf Seite 1654. 1654. Und da wird dann gefragt, warum ist den Christen das Gebet nötig? Antwort, weil es die wichtigste Gestalt der Dankbarkeit ist, die Gott von uns fordert. Und weil Gott seine Gnade und seinen Heiligen Geist nur denen geben will, die ihn herzlich und unaufhörlich darum bitten und ihm dafür danken. Also es ist wichtig, dass wir auch heute noch beten
um den Heiligen Geist. Aber dann dürfen wir auch die Verheißung haben, dass Gott seinen Geist gerne gibt. So wie er sagt in Lukas 11, wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben versteht, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn bittet. So kommt Jesus also zu seinen Jüngern, damals und heute. Und ich möchte nun mit Gottes Hilfe probieren, diesen Text auf uns persönlich anzuwenden. Eine Weise zu sein, ist schrecklich. Aber auch wenn wir nicht wirklich weise sind, dennoch kennen wir alle verwaiste Gefühle. In der Bibel wird aber klar, dass Gott ein Gott ist, der sich um Weisen kümmert. Psalm 68 zum Beispiel, wir werden es nachher singen. Ein Vater der Weisen, ein Anwalt der Witwen ist Gott, der in seinem Heiligtum wohnt. Übrigens wurde im Alten Testament auch oft Kinder Weisen genannt, als nur der Vater gestorben war. Wir würden dann sagen Halbweise, aber damals haben wir schon bei, wenn der Vater gestorben war, gesagt, Weise. Auch dann war es schon schwierig genug. Aber wie gesagt, kennen wir nicht alle verwaiste Gefühle? Ein Weise bedeutet zu sein, bedeutet zum Beispiel rechtlos zu sein. Ein Weise muss sich vor Gericht vertreten lassen. Er kriegt einen Vormund. Er braucht einen Beistand. Und in Johannes 14 wird klar, dass Jesus eher bisher der Beistand seiner Jünger war. Aber er verspricht, dass es einen anderen Beistand geben wird. Vers 16 noch einmal, und ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit. Das Wort hier auf Griechisch ist Paraklet, Parakletos. Und das Wort hat auch die Bedeutung Anwalt, Beistand oder Anwalt. Also eine Person, die jemandem vor Gericht vertritt. Und bisher war das Jesus für seine Jünger gewesen. Nun wird es aber der Heilige Geist sein. Bis jetzt war es so gewesen, dass wenn die Führer des Volkes kamen und Jesus oder seine Jünger herausgefordert hatten, dann hatte Jesus geantwortet. Sie mussten nur zurückstellen und Jesus würde ihnen schon wunderbare Antworten geben. Und dann mussten danach die Pharisäer oder Schriftgelehrten wieder weggehen. Aber ab nun müssen sie ja selber antworten. Wie sollen sie das tun? Wie sollen sie sich verantworten darüber, dass sie Jesus nachfolgen? Dafür gibt Gott seinen Geist. Jesus hat es auch versprochen in Matthäus 10, ab Vers 17. Hütet euch vor den Menschen, sie werden euch den Gerichten ausliefern und in ihren Synagogen werden sie euch geißeln. Auch vor Fürsten und Könige wird man euch führen, um meinetwillen, ihnen und den Heiden zum Zeugnis. Wenn sie euch aber ausliefern, so sorgt euch nicht darum, wie oder was ihr reden sollt, denn es wird euch in jener Stunde gegeben werden, was ihr reden sollt. Denn nicht ihr seid es, die reden, sondern der Geist eures Vaters ist es, der durch euch redet. Wenn wir uns verantworten müssen, wegen des Glaubens, dürfen wir auf diesen Beistand vertrauen. Und manchmal können wir uns auch darum sorgen, wie wird es weitergehen mit dieser Welt. Was ist, wenn ich noch eines Tages wegen meines Glaubens ins Gefängnis muss? Aber wir müssen uns keine Sorgen machen, weil wir den Beistand des Heiligen Geistes haben. Wir können hier aber auch an den Beistand in einem anderen Gericht denken. Wir werden nämlich auch von Gott gerichtet. Jetzt schon, aber das spüren wir nicht immer, aber einst vor dem letzten Gericht alle. Wie überleben wir in dem Gericht Gottes? Wie können wir da standhalten? Nicht in uns selbst, nur durch Jesus Christus und den Heiligen Geist. In 1. Johannes 2 sagt Johannes, meine Kinder, die schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher
bei dem Vater Jesus Christus, den Gerechten. Das ist auch wieder das gleiche Wort, Paraklet. Jesus ist unser Anwalt im Himmel. Und auch der Geist tritt für uns ein. Lesen wir in Römer 8, 26. Ebenso kommt aber auch der Geist unseren Schwachheiten zu Hilfe, denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt, aber der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichen Seufzen. So sind wir also nicht rechtlos in dieser Welt und, was noch viel schöner und wichtiger ist, wir nicht rechtlos im Gericht Gottes. Durch Jesus, durch den Geist können wir im Gericht Gottes bestehen. Durch die Gnade des Herrn Jesus können wir Gewissheit haben, dass uns unsere Sünden nicht angerechnet werden. Was bedeutet es noch, weise zu sein? Ja, Weisen sind oft hilflos und schutzlos. Wenn eine Weise noch jung ist, wer soll ihr helfen? Stell dir mal vor, dass die kleine Elise plötzlich alleine ist. Wer soll sie füttern, kleiden, beschützen? Das wäre schrecklich. Aber wie oft können wir uns nicht auch so fühlen? Fühlst du dich nicht manchmal so? Ja, vielleicht schaffen wir es schon, selbst Essen, Trinken und so weiter zu beschaffen, aber tief im Herzen fühlen wir uns wehrlos und hilflos. Aber Jesus kommt im Geist zu uns und der Geist kommt unseren Schwachheiten zu Hilfe. Und so ist er uns nie fern. Und ich habe es Donnerstag auch schon gesagt, gerade weil Jesus in den Himmel aufgefahren ist, kann er nun durch seinen Geist überall sein. Und Spurgeon sagt in einer Predigt über diesen Text, er ist überall gegenwärtig und alle, die ihn lieben, können mit ihm sprechen. Du kannst ihm in diesem Augenblick deine Sorgen sagen, die du niemandem sonst zu sagen wagst. Und du wirst spüren, dass du sie ihm nicht in die Luft gehaucht hast, sondern dass eine wirkliche Person dich gehört hat. Eine so wirkliche, als könntest du seine Hand ergreifen und das liebevolle Aufblitzen seines Augens sehen und die mitfühlende Veränderung seines Antlitzes bemerken. En het Zitat. Also Gottes Hilfe ist nie fern. Wir haben es ja am Anfang des Gottesdienstes bekannt. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Und dieser große Gott ist uns aber in Christus nahe gekommen. Und durch seinen Geist kommt er zu uns. Was bedeutet es noch, weise zu sein? Oft war es auch so, dass Weisen ganz alleine waren. Oder dass sie sich auch ganz alleine gefühlt haben. Im Internet las ich von einer jungen Frau, die im Alter von 16 Jahren ihre Mutter verloren hatte. Sie sagte, ständig fehlt ein Gefühl von Nähe und Geborgenheit. Ganz am Anfang kamen mir Fragen wie, wie schaffe ich es, ohne meine Mutter weiterzuleben? Und auch die Schulzeit stellt eine große Herausforderung für mich dar. Nichts machte mir Sinn. Wenn etwas schief läuft, sagen wir uns oft, es hat schon alles seine Gründe. Aber was genau hat es für einen Grund, ohne Mutter aufzuwachsen? Und Weihnachten und ihr Geburtstag sind besonders schlimme Tage. Ende Zitat. Ich denke, dass viele von uns auch diese Gefühle kennen, auch wenn wir beide Eltern noch haben. Wie oft fühlt man sich nicht verwaist und entbehrt man ein Gefühl von Nähe und Geborgenheit? Wie oft fühlt man sich nicht einsam? Wie oft fühlt man sich nicht entwurzelt? Der Grund dafür ist, dass wir durch die Sünde alle geistliche Weisen sind. Wenn wir Gott nicht kennen, ist die Welt ein trostloser Ort für uns. Wenn wir nicht durch Jesus einen Vater im Himmel haben, sind wir geistliche Weisen. McLaren, ein Prediger im 19. Jahrhundert, sagte so, ist das Leben ohne ihn nicht eine Trostlosigkeit? Hohle Freuden,
flüchtige Glückseligkeiten, Rosen, deren Dornen noch lange nach dem Abfallen der Blütenblätter nachwirken. Wirkliche Sorgen, Schein und Täuschung, Bitterkeit und Enttäuschung, ist das nicht unser Leben, sofern Christus daraus vertrieben wurde? Oh, es gibt nur eines, das uns davor bewahrt, wie einsame, vaterlose Kinder zu sein, die im Dunkeln nach der verlorenen Hand des Vaters tappen und aus Mangel daran sterben. Und das ist, dass Christus selbst zu uns kommt und bei uns ist. Und das ist gerade, was Jesus Christus in unserem Text verspricht. Er kommt zu uns. Ich werde euch nicht als Waisen zurücklassen. Ich komme zu euch. I am coming to you. Und wenn er bei uns ist, dann sind wir nicht verwaist mehr. Dann sind wir Kinder Gottes. Denn der Geist ist nicht nur der Beistand, der Tröster, der Fürsprecher. Er ist auch der Geist der Sohnschaft. Noch einmal Römer 8, Vers 15 und 16. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr wiederum fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, Abba Vater. Der Geist selbst gibt Zeugnis mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn wir Jesus kennen, sind wir nicht verwaist, sondern durch Gnade Gottes Kinder geworden. Und es ist der Heilige Geist, der das in uns bezeugt. Was bedeutet es noch, weise zu sein? Spurgeon weist noch darauf hin, dass Weisen oft ohne Erziehung sind. Wenn niemand ein Kind erzieht, enden die in der Kriminalität. Wer soll ein Kind zum Erwachsensein heranziehen, wenn seine Eltern es nicht tun? Und wir sehen in unserer Zeit schon, wie schwierig oft die Erziehung wird, wenn die Eltern sich trennen. Wenn Vater und Mutter nicht mehr eine Einheit bilden und die Kinder gemeinsam erziehen, klingt vieles oft gar nicht mehr. Die Mutter sagt, du gehst mit mir in den Gottesdienst. Der Vater sagt, du darfst es selber entscheiden. Das Kind sagt, am Sonntag bin ich bei meinem Vater, dann muss ich nicht in den Gottesdienst. Jesus war auch der Erzieher seiner Jünger gewesen. Aber er hat sie auch nicht ohne Erziehung zurückgelassen. Der Geist ist auch unser Erzieher. Er wird uns weiter formen und bilden nach dem Bild Jesu. Ja, Tag für Tag wird er mich erneuern. Und wir lesen das auch in 2. Korinther 3 zum Beispiel. Der Herr aber ist der Geist, und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Nicht Freiheit, damit wir tun können, was wir wollen, sondern damit wir zeigen, dass wir Jesus lieben und seine Gebote befolgen, wie auch in Johannes 14 gesagt wird. Und dann sagt Paulus in 2. Korinther 3, Vers 18, wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Der Geist ist auch unser Erzieher. Und im Internet las ich noch, dass viele Waisen große psychische Schäden erleiden. Und das ist logisch. Und ich glaube, in unserer Zeit nicht nur Waisen. In unserer Zeit sind ja so viele Jugendliche ziellos, verwirrt und verzweifelt. Aber auch diese Gefühle müssen wir nicht haben, wenn Jesus mit dem Geist zu uns kommt. Denn der Geist macht uns komplett neu. Der Geist heilt uns, der Geist gibt uns Frieden im Herzen. Er heilt auch unsere Herzen, unsere Psychen, unsere schwierigen Gedanken. Denn in Christus Jesus sind wir eine neue Schöpfung, wenn wir wiedergeboren sind. 2. Korinther 5, Vers 17. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Siehe so, geliebte Geschwister, was für eine wunderbare Verheißung unser Text enthält. Ich werde euch nicht als Waisen zurücklassen. Ich komme zu euch. Das heißt dann nicht, dass wir nie mehr die Gefühle kennen werden. Wir sind noch nicht im Paradies. Wir wissen aber, wohin wir gehen sollten, wenn wir diese Gefühle wieder erfahren. Trostlosigkeit, Hilflosigkeit, Einsamkeit.
Ja, besser gesagt, wir müssen nirgendwo hin, wir müssen nur auf Jesus schauen, der gesagt hat, ich komme zu euch. I am coming to you. Und das macht er jetzt. Er kommt heute und er kommt morgen. Er kommt jeden Moment zu dir durch den Geist. Er hat ja gesagt, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Und dann, ganz kurz zum Schluss, dann dürfen wir auch noch auf die andere Schicht achten, auf die andere Bedeutung schauen. Er kommt eines Tages in Vollkommenheit. Wir dürfen Hoffnung für die Ewigkeit haben. Dann wird Gott alles in allen sein. Dann wird er jede Träne von unseren Augen abwischen. Dann werden wir definitiv alle Sünde und Gebrochenheit hinter uns lassen und Jesu Herrlichkeit in Fülle sehen. Er hat gesagt, ich komme zu euch. Und er hat gesagt, ich komme bald. Und der Geist und die Braut sprechen, komm. Und wer es hört, der spreche, komm. Ja, komm, Herr Jesus. Amen. Wir beten. Herr Jesus, wir danken dir für dieses wunderbare Wort, für diese Verheißung, die wir hören durften an diesem weisen Sonntag. Du hast deine Kirche, du hast deine Jünger nicht alleine gelassen, du hast deinen Geist gesandt und du kommst auch heute zu uns. Dafür danken wir dir. Und hilf uns, dass wir darauf immer wieder achten. Und dass wir immer wieder dir unsere Gefühle und unsere Gedanken sagen. Und dass wir Recht und Hilfe und Schutz und Trost und alles bei dir suchen. Ja, du bist mein Alles in Allen. You are my All in All. Und hier, gib dann her, dass wir auch vor allem darauf schauen, dass du eines Tages noch einmal kommst. Zu richten die Lebenden und die Toten und um deine Kinder in das ewige Zuhause zu bringen, wofür du eine Stätte bereitest. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen, hast du gesagt. Und du bereitest das alles für uns vor. Danke dafür. Und auch jetzt beten wir. Komme bald, Herr Jesus. Maranatha. Amen.